Gleich ganz am Einstieg wird es felsig. Dauert nicht allzu lang und dann steht man vor dieser Stiege. So, Einstieg Teufelsbadstubensteig und da vorne geht es auch schon los mit den Versicherungen. Eine Gegend, wo man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie es denn da eigentlich weitergeht. Oder? Und da darf man jetzt ja nicht fehlgehen, nicht faul sein. Hallo und Grüße aus dem Höllental. Ich bin Flatterbayer und heute geht's auf den Teufelsbadstubensteigers Abenteuer. Und da nehme ich euch auch mit, weil wieder mal stehe ich an einer Straße und wieder mal kommen Autos, sobald ich irgendwie auf den Aufnahmeknopf drücke. Schwarze Wanderwege, Wachviertelkammsteige, Ottohaus, das wird unser Abstieg sein. Und den Teufelsbadstubensteig, den suchen wir uns aus. Gleich an unserem Einstieg wird es felsig. Das ist eine gute Einstimmung auf das Gelände heute. Und es geht auch gleich wunderschön und aussichtsreich los. Man sieht immer so, versucht da auf Deutsch und auf Englisch den Leuten eher davon abzuraten, diese Steigeanlagen hier zu begehen, was sie nicht genau wissen, was sie tun. Man sieht man aufs Dach von der Lawinengalerie. Und hört den Motor rauf, weil er wird euch den Höllental brausen. Bevor es überhaupt losgeht, gibt es da gleich wieder einen Abstieg. Sonst geht es nämlich erst wieder auf den Wachviertelkamm rauf. Es ist einfach schottrig. Dauert nicht allzu lang. Und dann steht man vor dieser Stiege. Stöhnbrunner Stiege, weil wenn du da aufrennst, aufgrund der vielen Höhenmeter, stöhnst du gleich ein bisschen. Die hat man aber einen wunderschönen Blick schon in den Anfang vom Höllental. Ja, die Stiege ist jetzt nicht super steil und auch nicht irgendwie arg ausgesetzt oder so. Nur sie ist doch schon alt und an einigen Stellen durch Steinschlag verbogen oder durch Schneedruck. Das heißt, man darf schon aufpassen, wo man da steigt. Wo man an der Stiege angelangt, hat man schon mal den ersten wunderschönen Ausblick. Für Leute, die in Wien oder im Süden Wiens irgendwo wohnen arbeiten, ist das noch eine Möglichkeit, eine Afterwork-Tour zu machen, also nach der Arbeit noch loszuziehen. Und wenn man da ca. um 17 Uhr, 17.30 Uhr ist und es wird um 21 Uhr finster, da geht sich einer von den Klettersteigern noch aus. Schon ganz am Taleingang hat man einen wunderbaren Ausblick auf diese herrliche Felskulisse da. Und kann sich fast gar nicht vorstellen, wie man denn da ohne Kletterei zum Beispiel auf der rechten Seite über den Holzsteig oder auf der linken Seite über den Teufelsbadstubensteig hinaufkommen soll. Man geht da ganz am Anfang recht langmächtig, nur leicht ansteigend im Bereich von diesen Schotterritschen dahin. Es zweigen immer wieder so kleine Pfade nach links ab. Die gehen aber in den meisten Fällen zu den Kletterrouten oder unter anderem auch zum Breintaler Steig. Da wollen wir überall nicht hin. Ja, und ehe man sich versah, ist man da bei der Einmündung zu der Straße. Und da ist die Schönbrunner Stiege angeschrieben. Wer das im Hochsommer als Abendtour begehen mag, muss natürlich aufpassen, dass er sich ganz unbedingt todsichere Verhältnisse aussucht und vor Gewittern in Acht nimmt. Kann auch sein, dass es einmal Sommer gibt, wo es nur wirklich eine Handvoll Tage habt, bei denen das sinnvoll möglich ist. Der Hauptbachlauf, da im Kalkgebirge natürlich, außer bei starken Niederschlägen oder halt im Frühjahr zur entsprechenden Jahreszeit komplett trocken. Ja, da macht das jetzt. Ne? Wobei ich zugeben muss, solche Wände, die schrecken mich schon noch ziemlich ab. Ungefähr eine halbe Stunde nach dem Parkplatz, wenn ihr gut begehen seid, gelangt es zu diesen Wegweisern, die die Abzweigung zum Halbersteig markieren. Wir kehren noch weiter zur Abzweigung Teufelsbadstubensteig. Ihr braucht euch also, wenn ihr der Straße bzw. dem Weg ins Höllental hineinfolgt, keine Gedanken machen. Solange ihr keinen Wegweiser findet, seid ihr noch nirgends falsch gegangen.
ungefähr 3 Minuten nach dem vorigen Wegweiser haben wir da jetzt die Abzweigung. Und damit sind wir jetzt am exklusiven Zustieg zum Teufelsbad Stummsteig. Ja, es ist auch zum Zustieg ein bisschen zum Aufpassen. Das ist halt zum Teil Schotter. Der Teufelsbad Stummsteig ist B und damit klettertechnisch nicht allzu schwer. Das heißt aber nicht, dass einem da nichts passieren kann. Wunderschön ist da. Teufelsbad Stummsteig. Na, wer sagt's denn? So, Einstieg Teufelsbad Stummsteig. Allzu schwer ist er nicht. Aber das heißt nicht, dass einem da nichts passieren kann, speziell mit Steinschlag. Und bei viel Betrieb ist schon ziemlich zum Aufpassen. Der Steig wird dann mit Kindern begangen, das heißt, ich hoffe, ich werde das auch zusammenbringen. Aber wir werden uns das gemeinsam anschauen. Und da vorne geht es auch schon los mit den Versicherungen. So, mit genau 50 Minuten auf der Uhr nach Angeschirren und Zustieg gehen wir es einfach an. Also die Steiganlage ist schon witzig. Da wird man sich, wenn man diese Wand die ganze Zeit von unten sieht, einfach nicht vorstellen können, dass da irgendeine halbwegs gangbare Stelle durchgibt. Ja, geht schon ganz schön runter. Und man hat ja sein Seil. Bei sicher Leitern sollte man sich natürlich nach Möglichkeit genauso versichern. Da ist es allerdings richtig mühsam. Und nachdem außer von der Leiter selber links und rechts der Absturzgefahr droht, ein Steinschlag hoffentlich jetzt auch nicht passiert. Sehen wir mal ausnahmsweise davon ab. Ich sag gleich, die Lehrmeinung ist es nicht. Und da muss man sich halt auch persönlich sicher genug fühlen. Es sollte an jedem bewusst sein, egal wie sicher man sich fühlt, es ist ja gar nicht die Frage, ob einem da klettertechnisch was passiert, sondern letztlich zum Beispiel, ob nicht auch nur ein kleiner Stein, der einem jetzt irgendwie am Fuß, auf der Hand oder am Kopf trifft, wo man gerade steht, greift oder denkt und man fällt auch in einer ganz einer leichten Stelle aus der Wand. Und das ist da hinter mir mit ziemlicher Sicherheit schon tödlich. Und schaut, leider habe ich schon mal losgetreten. Ach, ganz allein kann das passieren. Und schon ist eins zumindest da bei der Leiter auch drüber gegangen. Da wieder das Dresel da, das ist mir. So, mit Kreuz markiert. Nächster Teil der Sicherungen. Da wird es bei Benutzen der Sicherungen was komplizierter als ohne.
Deswegen hängt es da alles so locker. Da kann ich mich nicht einmal auf dem Stand bewegen, ohne dass man nicht hin und wieder einmal ein Stau auskommt. Sag gerade einmal, wo ist da überall Bresel? Das ist ja gigantisch. Und schon da ist die Sicherung. Dann kann man es auch nicht mehr. Ja, was da von ganz unten so extrem unnahbar ausgeschaut hat, ist da halt ein sehr alpiner, versicherter Steig. Ist total hübsch, wunderschön, zurecht hat der Teufelsbadstufensteig diesen Ruf des landschaftlich schönen klassischen Klettersteigs. Ja, wer kann sich beklagen, die Aussicht wird immer besser. Na, ist doch fest da. So, jetzt wird das Gehgelände wirklich Gehgelände genug. Und dass man da auf die Sicherungen ganz verzichtet hat. Da ist noch rot markiert. Und man sollte halt nach Möglichkeit jetzt nicht ausrutschen. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und einen Sinn. Für die Schönheit der Natur. Ha. Aber sowas von hübsch. Ja, super. Ja, war eine ganz tolle Gehpassage. Wunderhübsch. Diese Leiter da in diese Vertiefung da hinein. Das ist dann Teil 2. Ja, Blick werde ich dafür riskieren. Zahlt sich aus. Also speziell da ist für Fehltritte nicht viel Platz. Macht eine kurze Serpentine. So, das Steigbuch ist erreicht. Da tropft. Ja. Bei so einem Ausblick tropft man sich natürlich gern in der Steigbuch rein. Ne? Mhm. Steigbuch ist bumm voll. Na gut. So viel zum Thema in Steigbuch eintragen. Na gut, das ist nicht gut. Das ist gut voll. Wir können es da ein bisschen baden. Es tröpfelt nämlich. Ja, also Platz für Fehltritte ist tatsächlich keiner. Ja, wunderschön, aber da wirklich unschwierig, wie ein versicherter Alpinersteig. Das wird man nicht glauben, wenn man da unten steht und sich denkt, wie soll das gehen? Aber der Teufelsbadstubensteig zeigt dann das, wie das geht. Ja, da dürfen sich viele trauen zu dem Bäumchen da. Mal ein bisschen runterschauen.
Ich bin da relativ spät am Tag unterwegs. Wir haben jetzt doch schon um 19 Uhr herum. Und demzufolge bin ich jetzt wirklich seit Stunden allein. Da ist es aber nicht mehr schwer. Und dann haben wir ausgesetzt, also wenn man das unten überwunden hat, dann ist da keine Schwierigkeit mehr. Höchstens, man hätte jetzt konditionell zu kämpfen. Da überall waren uns die Versicherungen als Orientierung nicht reichen. Ist noch rot angefabelt. Ja, landschaftlich super. Wer wissen wir, warum wir sie doch sichern soll, aber wenn er sich in Passagen sehr sicher fühlt, da haben wir das. Bis hierher war meine liebe Irene mir geleitet, ein Stein, der sich löst, der hat uns für immer entzweit. Da schaut sehr schwierig aus. Auf den Steinschlag prügelt sie aber da natürlich trotzdem aus der Wand. Dr. Robert Kanitz, geboren am 6. August 1866, verunglückte hier durch Absturz. Naja, nicht schön. Ein Bergkamerad, den es vor über 150 Jahren getroffen hat. Eine lustige Rinne da. Ein Blick zurück nochmal auf die Rinne. Gar nicht schwer. Ich gleich nur so oder so. Zwischendurch wieder am Gehgelände und da oben an der Felswand entlang. Ja, vor mir sieht man auch wiederum eine Gegend, wo man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie es denn da eigentlich weitergeht, oder? Und hinter mir jetzt sind noch großartige Tiefblicke ins Höllental hinein. Da streben wir jetzt dieser Felswand zu und offensichtlich muss man sie umgehen. Ja, schauen wir uns das einmal an, ob wir da heute noch wen begegnen. Ja, im Prinzip sind jetzt die alpinen Schwierigkeiten überwunden, nur jetzt darf man erst recht nicht leichtsinnig werden. Weil es geht da nämlich in dieser steinigen Rinne mit Schutt weiter. Unser Ausrutschen an falscher Stelle ist da trotzdem nicht lustig. Macht man nicht nach mit Handy umgraben, weil ist vielleicht nicht so gescheit. Immer Ausschau halten nach den roten Punkten. Die sind da noch hilfreich und kommen wirklich mit schöner Regelmäßigkeit. Auch da. Nicht sie da drüben in der Steinerritschen verirren. Man sieht, es sind immer noch Versicherungen und auch rote Punkte vorhanden. Und da oben auch ein Pfeil. Also nicht da links hinauf. Die Versicherungen hören nie für länger als vielleicht 2 Minuten auf. Ja, man hat auch da nochmal Versicherungen. Die sind jetzt der Bequemlichkeit geschuldet. Da ist nirgends richtig ausgesetzt. Jetzt wollen wir uns zu dem Wachtüttelkamm nähern. Winkt uns noch einmal die Sonne. Gerade später Stunde geht sich das noch knapp aus. Na, da sieht man, der Schoder muss bei dem Baum einmal deutlich höher aufgegangen sein. Weil Luftwurzeln hat der offensichtlich sicher keine gebildet. Man muss da im letzten Aufstieg aufpassen, dass man die Ringe links nicht zu früh quert. Zuerst ein bisschen weiter oben gibt es dann eine seilversicherte Querung. So. Also bevor wir da oben rodeln,
queren wir da. So, da gehen wir nochmal zu einem schönen Aussichtspunkt ins Höllental hinunter. Das gönne ich mir jetzt. Eine herrliche Natur, ne? Schade. Ein bisschen mehr Sonne hätten wir sich noch da verdient, ne? Aber es ist so brav ist. Die Spitze vom Schneeberg, Klosterwappen. Der ist da fast ein bisschen in Wolken, ne? Es ist knapp, dass das dort nicht aufliegt. Achtung, felsiges Gelände, kein Abstieg ins Tal möglich. Also nicht da runter. Da, Teufelsbad Stubensteig und dort Treintaler Steig. Und da darf man jetzt ja nicht fehlgehen, nicht faul sein. Der Treintaler Steig ist wirklich ungesichert. Das ist zwar nur ein Einser, blöderweise ist die steilste Stelle aber ganz unten. Und wenn man in der Dunkelheit verfehlt, dann ist das fad. Es ist auch gar nicht so lange her, dass da Leute gerettet haben werden müssen. Eigentlich erst ein paar Wochen. Die haben sich da verstiegen und haben sich dann auch nicht mehr weiter dran und sind die Bergrettung angerufen. Was eh das Richtige ist, wenn man sich nicht mehr sicher ist. Aber die wollten eigentlich den Wachthüttelkamm haben. Und zum Wachthüttelkamm geht es halt da noch ein bisschen bergauf. Wie gesagt, da darf man beim Ausstieg ja nicht faul sein. Ich nehme an, dass man da umgehen kann. Will ich jetzt aber nicht. Wir gehen dann wirklich da rauf. Ja, aber wenn man weiter aufgestiegen ist. Man kommt von da unten, von diesem Weg, hat da diesen Wegweiser Wachthüttelkamm. Zum Beweis, Wachthüttelkamm, Autohaus und runter in Richtung Parkplatz. Erst an der Stelle sind wir richtig. Der Breintaler Steig, der Abstieg, das ist nochmal die letzte Falle, in die man tappen kann. Also den würde ich im Abstieg einfach nicht erst begehen, das würde ich mir zuerst einmal anschauen wollen. Einfach schon wegen der Gefahr, sich zu versteigen und halt diese Ansa-Route doch nicht zu finden. Was habe ich mitgehabt auf der Tour? Wirklich nur so ein Fahrradrucksack in dem Fall sogar. Polierklettersteigausrüstung, Steinschlaghelm, Handschuhe, richtige Bergschuhe, ein paar Müsliriegel. 1,5 Liter zum Trinken, eine Erste-Hilfe-Seite, Rettungsdecke, ein warmes Jackerl, wenn man irgendwo passieren muss, ein Ausweis, ein Messer, eine Stirnlampe. Ich weiß schon, da gibt es Leute, die sind spöttisch und sagen, das ist auch alles völlig übertrieben. Selbst wenn euch überhaupt nie irgendwas passieren kann, ihr könnt irgendwo dazukommen zum Verunglückten und seid die einzige Hilfe, die der hat. Und deswegen hat man den ganzen Krempel mit. Wie man sieht, man braucht jetzt im Abstieg auch nicht allzu sehr eilen. Das wäre diese Aussicht und der Naturgenuss verschwendet. Ja, schaut's da, hat man einmal einen wunderschönen Ausblick. Dann sieht man auch, dass wir ganz schöne Höhenmeter gemacht haben. Da lassen wir es uns jetzt nochmal gefallen, oder? Machen wir das kurze Fazit einfach da. Jetzt, wenn wir da im Abstieg so schön zum Sitzen haben. Der Teufelsbadstubensteig ist, glaube ich, für Einsteiger noch nicht das Ideale, weil er doch relativ lang ist und eine entsprechende Kondition erfordert. Er ist im untersten Teil am schwersten und am ausgesetztesten, das hilft natürlich auch. Ist ein wunderschönes landschaftliches Erlebnis, überhaupt mit den ganzen Ausblicken, die man da so drumherum hat. Und die Tageszeit, natürlich der Wahnsinn, weil man absolut allein ist. Das wird man sonst eigentlich zu keinem Zeitpunkt haben. Wochentags am Abend ist sicher im Sommer eine gute Alternative. Zeitbedarf mindestens 3,5 Stunden, wenn man die ganze Runde rechnet. Mit dem Auto von Wien weg, naja, 16 Uhr, sonst ist man zu spät dran, eher auch wenn man im Hochsommer unterwegs ist. Na, da möchte sich die Landschaft bei mir nicht mehr ordentlich einweimpern.
einerseits da schön sonnig im Abstieg und dann nochmal ein herrlicher Blick auf den Schneeberg. Da gibt der Wachthüttelkamm noch mehr alles. Ja, man wird es dem Wachthüttelkamm nicht zutrauen. Aber der bezaubert einfach wirklich durch eine hervorragende Aussicht im Abstieg. Durch eine wunderbare Flora. Ich kann mich gar nicht so zeigen. Ja, ist echt, dass er auch der Wachhüttelkamm hat seine Leiterversicherungen. Und das ist ein drittes Leiterl, ne? Das ist aber schon sehr optional, das Leiterl. Ich fürchte, das war jetzt der letzte Sonnengruß. Gibt das Leiterl. Und ein fünftes Leiterl. Und ein sechstes Leiterl. Und ein siebtes Leiterl. Und ein achtes Leiterl und sogar noch mal eine kleine versicherte Passage. Also Leiterl 9, Leiterl 10. Bin ja gespannt, wie viele Leiterl ich da insgesamt zählen kann. Schaut mal, jetzt ist die Sonne endgültig weg. Leiterl 11. So, das Dutzend Leiterl ist voll. Leiterl 12. Das ist der Leiterl 12,5. Ein teilverschüttetes Leiterl 13. Leiterl 14. Vielleicht hat es immer auch Reflektoren, damit es in der Dunkelheit zu finden ist. Guter Service für Nachtwanderer. Na schaut. Da gibt es dann nochmal versicherte Passage. Mit ohne Leiterl. Nein, gar nicht wahr. Mit Leiterl 15. Das ist aber hübsch da. Aha, Leiterl 16. Die Leiter als Universalsicherung. Ja, schaut da. Ein Wachhüttelkamm hier unten ist auch nochmal Versicherung, weil ausrutschen wäre schlecht. Leiterl 17. Nur so. Da gibt das sich gar nicht so zahm wie noch oben. Ja, wir sind der Straße erstaunlich nah. Bei Leiterl 18 sind wir jetzt nicht blöd und dann sind in der umgekehrten Richtung beginnen, weil da gibt es nämlich. Das ist nicht kein Seil. Der Wachhüttelkamm bietet auch noch Leiterl 19. Es ist aber ein zittriges Leiterl. Leiterl 20. Das Leiterl 21. Ja, Leiterl 21. Leiterl 22. Leiterl 23. 24. Jetzt sind wir schon ziemlich weit her und das Gelände wird aber nicht wirklich einfacher. Ja, den Wachhüttelkamm ist nicht zu unterschätzen. Also, wer den bei Dunkelheit im Abstieg wählt, der sollte nicht übermütig sein. Da kann noch was schief gehen. Also, sogar noch am Schluss hat man da so eine Stelle, wo man dann Trittsicherungen drinnen hat, damit man da vernünftig drüber kommt. Ja, wer hätte es gedacht? Leiterl 25. Leiterl 26, Leiterl 27, aber jetzt glaube ich, brauchen sie schon viel Fantasie, wenn sie irgendwo eine Leiter unterbringen wollen. WH an dieser Stelle meint Weichtalhaus, WK meint Wachhüttelkamm. Und man kann aber da auch runter zur gelben Markierung. Das ist nämlich die Markierung, die wieder zu unserem Parkplatz zurückführt. Also WK. WH. Da sind wir gekommen. Na, ist doch super. Kein Leiterl mehr. Weil das wird jetzt nämlich in Erinnerung. So, da ja, das war's jetzt von mir. Ich stehe wieder hier unten nach ziemlich genau 3 Stunden, 10 Minuten mit allem Filmen und so im Höllental. Jetzt geht's für mich nach Hause mit dem Auto. Ja, schöne Tour. Definitiv. Bleibt nichts weiter zu sagen, außer ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Und so ein Dunkelstümper. Ich bin so ein Depp, wirklich wahr. Sind diese blöde Wolken da verzogen? Also ein Pflanz, hä? Ja, das ist natürlich blöd, weil ich bin nämlich flott dabei. Probieren wir das Ganze nochmal. Stolperfalle am Leiterl 17. Schaut, und der Bonus-Leiterl gibt es auch noch.